Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gute Nacht Box von Contra K. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gute Nacht von Contra K aus dem Jahr 2017. Die Box in schwarz und weiß gehalten. Wir haben hier oben den weißen Schriftzug Contra K, wobei das O hier der Vollmond ist. Und dann haben wir hier, ja, es dürften wohl Augenpaare sein, also eventuell von irgendwelchen Wölfen oder nachtaktiven Tieren, diverse Augenpaare. Und dann hier unten noch Gute Nacht in dieser verschlungenen Schrift. Das C, so eine Mondsichel. Und rundherum dann noch so ein grauer Rahmen, so eine Zierleiste. Auf der Unterseite haben wir diverse Credits und einen Barcode. Rechts lesen wir nochmal Gute Nacht. Auf der Oberseite hier dieses K, also von Contra K. Auf der Rückenseite Contra K. Und auf der Rückseite hier nochmal das graue Contra K Logo. Sonst nichts. Das Ganze eine Clubbox geht hier auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Loyal Umhängetasche und hier noch so ein zusätzlicher Träger, so ein Gurt. Dann haben wir ein paar Socken, Loyal Socken. Das Album Gute Nacht. Eine bzw. zwei Bonus-EPs. Die Instrumentals zum Album Gute Nacht. Zwei Sticker. Und dann noch ein Poster. So sieht die Box dann von innen aus. Komplett in schwarz das Ganze. Machen wir wieder zu. Und dann kommen wir auch schon zum Album. So sieht das Ganze aus. Contra K, Gute Nacht. Wir haben hier auf dem Frontcover den Interpreten Contra K hier mit so goldgelben Augen abgebildet. Die beiden Hände zu Pistolen geformt und an die Schläfe gerichtet. Ja, sieht auf jeden Fall sehr düster aus. Gefällt mir. Dann haben wir auf der Rückseite 18 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Rico, Bones MC, Raf Camora, Rico, BTNG, AK Außer Kontrolle, Fatal, Skepsis und Bowser. Von diesen 18 Tracks meine Favoriten Mehr als ein Job, Track Nummer 3 und der Track Nummer 11. Wie du. Das sind meine Favoriten gewesen. So sieht das Ganze von hinten aus. Also von der Seite, von der Rückenansicht, Contra K, Gute Nacht. Und das Ganze kein Jewel Case, sondern ein Digipack. Jetzt gehe ich mal stark davon aus, dass wir hier noch ein Booklet vorfinden. Jawohl. Hier haben wir mal das Booklet, Cover kennen wir. Und dann haben wir hier jede Menge Text, denn hier wurde wirklich jeder Track, jeder Text abgedruckt. Es ist leider schwer zu lesen, weil es relativ klein ist, wenn das hier alles Platz finden soll, aber wir haben hier wirklich jeden Text einzeln abgedruckt. Gefällt mir gut, wenn das im Booklet drinnen ist, wenn man die Texte mitlesen kann, nachlesen kann. Und dann haben wir hier Contra K mit so einem kleinen Tigerbaby, dass er ja damals adoptiert hat. Also er ist ja der Pflegevater quasi, der hat diese Patenschaft für dieses Tier übernommen und ist dann regelmäßig dort, um mit ihm zu spielen oder ihn zu füttern. Finde ich eine gute Sache. Und dann haben wir hier noch die Widmung bzw. die Danksagung. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle kurz pausieren und durchlesen. Auf der Rückseite nochmal Contra K mit seinen zwei Hunden. Und hier die Skyline von Berlin zu sehen. Booklet geben wir wieder zurück. So sieht das von innen aus. Hier wieder das Logo. Und dann haben wir hier Contra K, Gute Nacht in Weiß und Schwarz. So sieht das aus. Und hier wieder diese Augenpaare in der Dunkelheit. Wie gesagt, im Digipack. Dann haben wir die Instrumentals zum Album Gute Nacht. Diese ebenfalls in
Na, ebenfalls ist Blödsinn, aber in einer Papphülle. Ich glaube, DigiSleeve heißt das. Das ist ein DigiPack. Und das ist meines Wissens ein DigiSleeve. Also, wir haben hier alle 18 Tracks an der Zahl. Die Beats, die Instrumentals. So sieht das Ganze aus. Genauso wie die Standard-CD, allerdings mit dem Zusatz Instrumentals. Und dann haben wir noch ein Digipack. Und zwar ist dieses gesplittet, da hier zwei EPs vorzufinden sind. Einmal die Chameleon-EP von Kondra K und BTNG. Und auf der anderen Seite haben wir die Loyal-EP. Auf dieser Seite steht ebenfalls beides. Also wir haben hier Kondra K, BTNG, Chameleon-EP und Loyal-EP zu lesen. Und es sind auch wirklich beide CDs hier drinnen. Wir haben hier die Tracks auf der Rückseite, also hinter der CD versteckt. Wir haben 5 Tracks, davon eben 2 nur mit BTNG, 2 Solo-Tracks von Kondra K und der 5. Track mit BTNG und Bones. Und dann haben wir bei der Loyal-EP 6 Tracks, also einen mehr als die Chameleon-EP und hier ebenfalls die Interpreten daneben stehen. Also da ist Kondra K gar nicht beteiligt an jedem Track, sondern wir haben den ersten Track von Kondra K. Dann Track von Rico, von Fatal, Omic K, Mike J featuring Undercover und Gazi 030 featuring Skinny L. Also nur an einem dieser 6 Tracks Kondra K beteiligt. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir 2 Sticker. Einmal den Cover-Sticker, Gute Nacht. Also das Cover kennen wir von der CD in quadratischer Form. Und dann haben wir einen quadratischen Sticker in Rot und Weiß mit dem Loyal-Schriftzug, dem Loyal-Logo. Das ist ja das Label bzw. die Marke von Kondra K. Also gibt es ja auch Merch, also eine Kleidungsmarke. Dann haben wir, bevor wir zu diesen beiden Sachen kommen, ein Poster. Und zwar haben wir auch hier wieder das Cover zu sehen. Wir haben hier Kondra K stehen, dann das Gesicht und die Hände und dann hier Gute Nacht, ebenfalls wieder mit dem Kondra K Logo. Das Ganze eben, ja, das Cover, das Albumcover nur im Hochformat und das Ganze einseitig bedruckt. Rückseite ist blank weiß. Dann haben wir die Socken, diese in weiß und rot gehalten, also die Socken an sich in weiß, aber hier mit rot das Loyal-Logo, der Loyal-Schriftzug inklusive des Loyal-Wolfs hier aufgestickt. Schön. Habe ich in der Form bis jetzt nur in einer Box gesehen, solche Socken. Das war bei Kraftklub, Keine Nacht für niemand, die hatten ebenfalls Socken, aber gefallen mir, also so klassische Tennissocken eben und hier oben so gerippt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Weiß-Rot, gelungene Kombination. Also perfekt zum Laufen oder zum Sport machen. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch diese Tasche, diese Umhängetasche. In Rot und Weiß. Also rein vom Ersteindruck, von der Optik gefällt es mir sehr gut. Wir haben hier eine rote Tasche mit dem weißen Loyal-Logo, mit dem Schriftzug hier. Nicht so groß, nicht so klein, der Schriftzug. Einen Reißverschluss vorne. Also hier ein kleines Zipfach. Und dann haben wir natürlich noch einen Reißverschluss hier oben, der das eigentliche Fach ist. Und hier haben wir noch einen, ja, so einen kleinen, so eine Trennwand, so eine kleine Trennseite drinnen. Also hier dann ein bisschen mehr Platz. Handy, Geld, was auch immer, kann man hier sicher gut verstauen. Und das Ganze ist so gedacht, dass man es eben umhängt, also eine klassische Umhängetasche. Allerdings, und hier haben wir auch noch die Öffnung für die Kopfhörer, hätte ich jetzt fast übersehen. Allerdings haben wir dann hier eben noch diesen Zusatzgurt. Das heißt, man kann die Tasche tragen, wie man möchte. Man kann es entweder um die Schulter hängen, so als klassische Umhängetasche, oder mit Hilfe dieses Gürtels, mit dieses Gurts hier,
auch noch um die Hüfte befestigen. Bedeutet, dass es beim Laufen einfach nicht so am Körper die ganze Zeit dagegen schlägt, sondern dass man das wirklich fixieren kann. Also als Bauchtasche, als Umhängetasche, wie auch immer, multifunktional einsatzbereit. Ja, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Loyal-Umhängetasche, dann dieses Paar Socken, die Loyal-Socken, die zwei Sticker, beide in quadratischer Form, die Chameleon-EP mit 5 Tracks und die Loyal-EP mit 6 Tracks, die Instrumentals zum Album, das Album an sich, Gute Nacht, und das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Das alles in dieser wunderbaren Box, Gute Nacht von Kontra K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kontra K unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.